Hallo und herzlich willkommen an Bord meines Computers. Mein Name ist UberNP. Heute spielen wir Arm Sie 2. Ich hätte mein Handy auf stumm schalten sollen. Ding Dong! Ja, wir spielen Arm Sie 2 übrigens, den amerikanischen Bussimulator, der nicht funktioniert. So, wir fahren aber auf einer deutschen Karte mit Ami-Bussen. Ja, im Jahre 19 irgendwas, ich weiß nicht, wann die Simulation hier spielt. Ja, und das ist ein Bus aus dem Jahre 2000. Ey, aber da ganz ehrlich, es macht Sinn, weil wir sind hochflurig und die Busse, die hier fahren, sind auch alle hochflurig. Wir sind cool. Was, wir sind schul? Wir sind cool. So, wir fahren 1240. Mit einem Bus Nova, wo es 5000 Jahre gedauert hat, bis man diesen Bus mal runtergeladen hat. Mann, aber ich hab ihn jetzt endlich. Ja, hallo, ihr Ficker. Jetzt habe ich auch noch einen Song. Die Leute wollen mit! Nicht so wie auf Chicago. Wir müssen den Bus nur auf Chicago fahren. Das geht bestimmt ja nicht. Die Tür hat vorne einen Soundbug, die macht die ganze Zeit. Wenn sie auf ist? Ja. Ja, den hatte ich gerade auch. Ich bin jetzt losgefahren übrigens. Tücher rast schon wieder so hart. Wir fahren übrigens ZF. Ach, das ist ZF? Bei mir steht ZF auf der Gangwahltaste. Und man hört es auch so ein bisschen leicht raus. Ja, bei mir auch. Geil, Ami-Busse haben ZF-Getriebe, ja, laber nicht. Hä, so muss das. Das macht sie mir gleich sympathischer. Oh, das ist ein ungewohntes Gefühl, mit so einem Ding zu fahren, ne? Der ist auch voll groß. Wir fahren übrigens mit KBU, ja? Ganz leise, so ein ZF-Getriebe, ja. Ich fahre mit so einem MTA-Repaint, weil ich noch kein eigenes habe. Muss ich noch machen. Hätte aber keinen Kickdown. Landmannsschule. Da bin ich jetzt. Oh, Alter, ich kann den Bus überhaupt gar nicht einschätzen. Von der Breite nach rechts, meinst du? Ja. Hat haben sie nicht sowas wie eine Heizung im Bus? Ja, deine Mutter ist eine Heizung. Oh, so heiß ist die also. Der fette Mann. Warum steht denn da die ganze Zeit wieder Stopp? Oh mein, das kommt bestimmt wieder wegen dem scheiß Squidshot, den ich gemacht hab! Entschuldigung. Hier schwebt ein Schild, ein Schulschild. Ich fahr falsch! Wie kann man denn falsch fahren? Ich hab den Pfeil nach rechts nicht gesehen, bin gerade ausgefahren. Direkt nach Landmannsschule bin ich gerade ausgefahren. So, wir kürzen mal ein bisschen ab über dem Rasen. Payback! Payback-Qualität! Ist echt so. Alter. Nee, das ist ja ganz... Oh Gott! Oh mein nein! Wasser! Mein Tacho spinnt. Er sagt, ich fahre 150. Was? Ich fahre ins Wasser. Nein, ich bin noch zu jung, um ins Wasser zu gehen. Rückwärtsgang. Geht das? Das Tacho spinnt. Das ist irgendwie auf 150 stehen geblieben. So gefühlt davor. Ich weiß ja nicht, wie es mit deinem aussieht. Oh, das mache ich aber als Screenshot. Bitte. Alter Junge, kannst du bitte warten? Ich soll warten? Ja, bitte. Ich bin doch Landmannschule. Ich komme da gerade nicht weg. Warte, ich weiß gar nicht, wo bin ich denn jetzt gerade abgefahren? Alter, kann dieser Buse mal anhalten? Ich bin jetzt ich muss mal hier auf den grünen Streifen fahren. Da auf dem Bus steht Isle of New York, aber Neuendorf ist scheiße! Ja, das ist die Werbung, damit sie nach New York ziehen. Ja. Und raus aus Neuendorf gehen. So, ich mach mal Warnblinker an. Danke. Jetzt beeil dich. Ich geb mir Mühe. Na dann. Junge, ich bin fast ins Wasser gefallen. Gefahren. Ich bin irgendwie mysteriöserweise... Ja, aber... Nee, ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Also ich bin... Alter Junge. Ja, der Bus ist eigentlich ganz lustig. So, ich bin jetzt am Klippenberg. Okay, gut, das heißt, ich darf weiterfahren, ja? Ja. Morgen. Halt die Fresse, Manfred! Ha ha ha.
Also ich sage es nochmal, ich bin leicht übermüdet. Ich habe, glaube ich, nur irgendwie 3 Stunden maximal geschlafen. Merkt man ja gar nicht. Payback-Qualität. So eine Schlafrhythmus. Fahr ich schon wieder falsch? Nee, ne? Ja, immer geradeaus. Gut, dann falsch richtig. Deine Mutter fährt schlecht, du inkompetentes Inzestkind, was? Oh. Inzestkind. Ich beleidige ja nur die KI. Ja, ja, das sind ja keine Menschen, das sind nur eine KI. Ja, so weit kann ich nicht mehr bremsen, wir müssen mal wieder fahren. Lass mich mal rein hier. Ah, dieser Bus ist super. Diese Tür ist super. Ja, das ist eine MG42 Tür. Ja, die sich aufgehangen hat. Ha. Alter, die Bremse, ne? Auch gewöhnungsbedürftig. Ja gut, ne, du hast halt mehr Masse, die halt zum Stehen kommen muss. Ja, weil das ein richtig fetter Bus ist. Der ist so fett wie Kevin, was? Das ist Kevin, wenn der Bus wäre. Uff. Uff. Da will ich aber nie fahren, den scheiß Bus. Mein Tacho, ist das auch so verbuggt? Das hängt irgendwo, das pimmelt irgendwo über 120 rum bei mir. Ach das? Ja. Hey, das ist nicht das Tacho, oder? So, es ist das Umdrehungsdingsbums. Nein, ist es nicht. Ja, ich hab ach doch, lol, das ist die lol. Links ist das lul. Das müsste ja dann auch nicht KMH sein, sondern MPH. Hallo. Ich krieg den Bus nicht mehr an. Oh, ist er an? Weiß ich nicht. Doch, der ist an. Hast du Hybridversion oder was? Nö, nö. Ich hab einen schönen Dieselmotor! Ohne Partikelfilter! Am besten gleich so raus, weißt du, ohne alles. Ja. Schadstoff ohne Ende. Weißt du, bei den Autos heulen sie alle rum, ne? Aber wenn die dicken Kreuzfahrtschiffe dann in den Hafen liegen, da sagt dann natürlich kein Schwanz das oder die Flugzeuge. Ha, das war kirschgrün. Wollte jetzt nicht so schnell. Was? Ich bin jetzt am Kapellenberg. Ich bin Herz Jesu Kirche. Wahrscheinlich ein oder zwei davor irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Muss demnächst mal wieder meinen Fuhrpark da aktualisieren. Mhm. Na, also die KBU-Busse da, was ich sonst immer mache. Mhm. Wie hast du eigentlich für den Bremer MRN da dieses Repaint gemacht? Da gibt's doch keine Templates richtig, oder? Für den Bremer MRN? Ja. Da habe ich einmal das Berlin-Dings verwendet, also Farben umgekehrt. Mhm. Und beim Weißen, da muss ich, also da gab es doch irgendwie ein Repaint, das war mal weiß, also halt so halb weiß mit Werbung. Das habe ich dann ganz weiß gemacht und dann habe ich halt drüber geklatscht. Auf gut Deutsch. Ja. Na, ich werde nicht jeden Bus machen, sondern nur die ich auch wirklich geil finde. Mein ist aber nicht geil. Ich finde den Bremer immer irgendwas lustig. Magst du MRN nicht? Müll aus Nürnberg. Das sagt doch schon alles. Müll aus Nürnberg. In Nürnberg.
bin auch der Meinung, dass der rechte Spiegel so ein bisschen zu weit nach oben eingestellt ist. Weil du siehst halt die letzte Achse nicht mehr. Du siehst gar nichts. Guten Morgen. Alter, hier ist auch nur Spandau-Scheiße, ne? Trotzdem ist die Map. Vom Design her, also die Häuser sind zwar Spandau, ne? Hauptsächlich. Aber, jetzt kommt das große Aber, sie sieht von Design her besser aus als Köln. Das stimmt wohl schon. Du siehst halt, meistens guckst du immer irgendwo hin und nicht ins Nichts. In der Padlab-Software. Was? Padlab-Software! Guckt euch da mal bitte was ab. Diese GTA-Hupe hier. Ja. Oh, das ist noch kirschgrün. Der Bus quietscht doch manchmal so cool. So wie so ein Ami-Bus halt. Du merkst halt den dicken Diesel. Ja. Oh, ich hätte hier links reingemusst. Oh, du dicker, fetter Busen, halt mal an. Der Rückwärtsgang ist auch cool. Woran sehe ich bei dem Bus überhaupt, ob ich einen Haltewunsch habe? Links von dir oben ist eine Haltewunsch-Dingsbums-Tafel. Da gucke ich manchmal drauf. Also habe ich jetzt zwar bis jetzt noch nicht, aber ich mache es. Aber ich habe ja den scheiß Kinderwagen Haltewunsch drin. Was? Ich habe doch vorhin den scheiß Screenshot gemacht. Ja. Und deswegen habe ich auch diese, dementsprechend diesen Haltewunsch da drin. Hm. Diese Kinderwagenhalter. Ja. Ach, für alle mal, die sich für den Bus interessieren, so sieht er aus. Hier Klimawechsel, irgendwas anderes Wechsel, dann noch irgendwas anderes und dann noch ein paar andere Dinge, wie ist das, ja. Ein paar Atombomben, was? Oh, ist ja kein russischer Bus. Du meinst Nordkorea? Nee, was war mein, das? Südkorea doch, oder? Nee, Nordkorea. Nordkorea. Ich komme mit den beiden Ländern immer durcheinander, das ist voll übel. Nordkorea ist Kim Jong-un? Nee, Kim Jong-bum. Kim Jong-bum, ja. Ich bin der dicke Max mit Waffen, also nein. Ich find Bum-Gum geil. Hier muss ich links rum. Der Bus schwenkt, schaukelt auch ein bisschen, ne? Tut er das? Weiß ich nicht. Aber oh, bei mir merke ich das. Ja gut. Ich glaube, Amerikaner nutzen Blattfedern. Na, ich weiß nicht, bei Bussen glaube ich eher weniger. Ich habe keine Ahnung. Nutzen die Blattfedern bei Bussen? Weiß ich nicht. Frag mal. Ey, Bus! Warte. Ey, Bus! Er hupt mich an. Also, verstehe ich nicht. So, ich weiß nicht, ob ich richtig fahre. Die ganze Ausschilderung hier ist die größte Scheiße. Ich fahre jetzt einfach drauf zu. Ja. Ich kann auch mal mit offener Motorklappe hinten fahren. Bessere Kühlung, wa? Ja. Ja, ich lass mal offen, ne? Bisschen kühlen. Bin ich schon da? Eigentlich nicht. Hauptbahnhof. Ist hier Endstation? Ne, wir fahren in der Ebertplatz, stimmt. Hochbrücke. Ah, schön, dass hier übrigens Berliner Haltestellen sind. Alter, diese Tür-Sounds. Ja, Alter. Das nervt extrem. Ich weiß gar nicht, ob die so real sind, Alter, ob das da auch so quietscht in den Bussen. Das bezweifle ich. So, ich bin da. Okay, ich bin wahrscheinlich auch gleich da. Muss jetzt nur noch einmal wenden. Ebertplatz kommt doch direkt nach Hauptbahnhof, wa? Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht.
Nee, es kommt noch Hochrußbrücke. An alle, ich bin gerade nicht über Rot gefahren, es sah nur so aus. Scheiß Rotfahrer. Der Bus kommt auch so schlecht aus der Puschen, ne? Ist halt ein dicke Ding, ne? Das ist ein richtiger dicker Uschi, du. Der richtige dicke Uschi. So, ich bin da. Sogar mit gutem Fahrplan. Sieht keiner. Was denn? Nix. Ich muss hier wenden noch. Oh. Wenden mit E. Wenden. Jetzt beeil dich mal. Ja, ja, ich bin nur noch am, muss noch da hier rumfahren. Entschuldigung. Alles klar, Digga. Hab dann nochmal kurz vor Ende gesagt, boah, fette Scheiße. Okay. Deine Mutter fährt scheiße, du schwanzlutschendes Vieh. Raus! Get out. Okay. Get out my fucking way! Get out of my way. I'm sorry, it's an ugly city. Get out of my bus. You fucking piece of shit. Okay. Okay. Also, das war's. Ich bin durch. Ja, du bist durch? Okay, ich mach jetzt. Ja. Ich mach jetzt Tschüss. Ja, also, auf Wiedersehen. War eine tolle Folge mit diesen Tschüss! Ciao!